Ja, guten Abend, Anthony. Schon wieder zum Chat. Frag ihn. Nee, du hast mir Angst. Er kann ich immer hören. Ich weiß, ich mach mir das Angst. Ich kann den Fabio, weil der auch nicht verliert, der hat mir auch Angst. Warum macht ihr Fabio Angst? Weil der Trainer ist. Ja und? Meine Frage, woher kommt der Fabio? Warum lachst du? Ach, nur so, sag. Nur so. Nein, sag. Nein, nur so, sag. Nur so. Sag. Nur so. Sag. Nur so. Kann es sein, dass der immer mit seinen Freunden auf einen auf Macke macht? Ah, oh, Joker. Ah, oh, so ein Arschloch, Mann. Der hat Batman vergiftet. Ich weiß nicht, ob es der ist. Nein. Okay, wer das ist? Jenny? Hm? Dieses Tot, er war ein Kokotot, non ein Kokotot, das Kokowagula. Roffel. Nein. Sicher? Ja. Roffel. Okay. Lol. Warum? Wie kommst du da drauf? Nur noch zwei Dienstmarken. Das hört man doch schon. Ja, das denke ich mir auch öfters, aber nee. Jetzt weiß ich ja, warum du so angestrahlt hast. Ja! Alter, mobbt Anthony nicht. Alter, nein, Batman stirbt! Ah, nein, er lebt noch. Gut. Ich hab schon gedacht. Mann, wahrscheinlich war ich schon 20 Mal an dem vorbeigelaufen. Jenny. Ja. Als du anguckst, dass Toto a Toto ist, ist das? Ja. Wusstest du das schon, warum I, dass ihr auch, wo er ist, ist das? Ja. Deine Mutter. Nee, echt nicht. Darf ich mich so fies besiegen, oder was? Ich hab keinen Plan, was sie gelabert hat. Oh nein, das ist mein Vater. Das ist mir echt schlecht. Alter, über was labert ihr? Außer Anthony ist der Andrea. Dann... Nee. Boah, Anthony. Was labert ihr? Anthony. Ey, da reden Sie mit mir. Schlappschwanz, hallo. Hörst du Vera nicht? Nein, ich hör grad Batman zu. Hör mal Vera zu. Sie hat dir was mitzuteilen. Nee, doch nicht, er macht nicht wieder Angst. Der muss gesehen, dass Catwoman sein. Nein, es ist Batman, nicht Catwoman. Fährt seine Krallen los. Was ist Batman los? Catwoman. Also manchmal macht mir Nessim schon, tut mir leid manchmal. Was? Manchmal tut mir Nessim leid. Warum? Sie meint garantiert, weil er dich als Freundin hat. Hallo? Nein, Spaß, Jürgen. Bobby-Bobby-Non? Was? Koko-Alololinon. Was laberst du? Jenny? Was ist das? Koko-Alololinon. Was ist das? Nur Komponde, nur Kompendere. Was ist das? Koko-Alololinon. Oh lol. Ja, ja. Wegen dem. Ja. Yeah. Kenny? Ja! Achso, okay. Keine Ahnung. Nee, da musst du dir nicht leid tun wegen dem. Okay. Minus 2,167, du Vollidiot. Oh mein Gott, ihr könnt rechnen. Das ist doch mein Charakter, sehr. Ja. Oh, wo ist die letzte Dienstmarke verfickt nochmal? Sieht scheiße aus bei dem. Ich bin ein Schiss. Ja. Ich eine. Klar. Nein, nicht wieso. Ich habe halt keine Zeit ans Telefon zu gehen. Telefon! Oh, wo ist die letzte Dienstmarke, Mann? Kopftisch, Kopftisch. Nein. Ist der Arbeitstisch. Bahn! Au. Nimmst du den Scheiß ab, wenn du gerade am Verkacken bist? Ja, geil, Mann. Wenn du gerade am Verkacken bist, kannst du doch gleich aufnehmen. Ich nehm doch auf, Mann. Und Vera, weil es Spaß macht. Ich hab gesagt aufgeben, nicht aufnehmen. Oh. Aufnehmen, hab ich gesagt. Ja, und ich hab aufgeben gesagt. Du laberst auf Scheiße. Was machst du laberst? Was du laberst? Sinnlose Konversation. Du laberst. Halt. Übrigens, das Gespräch hat jetzt eine Stunde überschritten, Vera. Ah.
dann. Egal. Sorry. Wo soll die scheiß Marke sein? In deine Popo. Nein, das ist nicht. Nachschauen. Neben mir sitzt Jenny. Und ich werde auch nie nachschauen. Dann ist doch. Schlecht. Jetzt ist mir schlecht. Ja, Steff, bin ich schlecht. Wieso ist dir schlecht? Ich mir vorstellen, wie Jenny in deinem Arsch nach dem Arsch ist. Wer? Genau! Also wir sind verlobt. Ich dachte, wir sind verlobt. 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 Aber niemals verheiratet. Ich hatte nicht vor, mit den Hochzeit nachts zu besteigen. Albträume für immer. Deswegen sage ich, sonst bleibt bei Verlobung, weil wir auf Hochzeit nachts keinen Bock haben. Ja. Ich habe hier gerade irgendwo was liegen sehen. Alter Schwede, kann die Scheiße doch mal auf, weil ich bin dabei bei 83.000 und die Scheiße hört dann nicht auf. Du musst nicht wissen, wie viel ich bin. Die letzte Marke gefunden. 360. Wey, wir haben schon angefangen. Gerade schon wieder. Wie kann man bei diesem Spiel verkacken? Schaut Jenny zu. Sollen wir es mal aufnehmen? Nein. Ich glaube, ich hab's drauf, da wäre kein T-Shirt drauf. Okay. Ich meine, du musst nur dieses Bällchen zu anderen farbigen Bällchen schießen und das war's dann. Weißt du was, ich spiele jetzt das in Teil 2 Format, was es gibt. Weißt du was, Vera? Selbst das ist schon nie zu kompliziert. Es gibt mir einen Check, das ist schon einfach. Bubble Hit Halloween. Ja, ich spiel's Halloween. Ja, 200 Erfahrung. Das Denkmal errichtet, einen Helm von mir sichergestellt. Ein bisschen Kohle gekriegt, ein bisschen E-Zero gekriegt, aber mehr nicht. Was willst du eigentlich? Hast du vielleicht was? Ah, ich hab's gewusst. Nein, das muss da stehen bleiben. Ah, ich hab nicht mehr lang Zeit. Wieso? Das tötet sonst seine Geißel. Das ist nicht okay, wenn der die umbringt, dann hab ich verloren. Es ist trotzdem witzig. Ist daran witzig, wenn er jemanden umbringen will? Ist doch süß, genau. Ja, das macht man ja auch so, ne? Nein. Oh, ich bin zu blöd, das System anzufliegen. Ohne Scheiße. Aber Jenny? Hm? Bis von vorher hört keiner. Nee. Okay. Ich bin sogar 4-Portal. Soll ich da jetzt reingehen, vielleicht mir. Weil ich gesagt, dass ich bei 103.000 irgendwas bin. Ich bin arg sauer. Nein, ich hab mein Signal verloren, scheiße. Was? Was? Wenn ich sag, dass ich gesagt, dass ich vielleicht bei 100, jetzt bin ich bei 104.370, bist du arg sauer? Nein. Okay. Ich spiel Bubble Elements. 105.000. Was für ein Ding spielst du? Bubble Elements. Wenn ich weiß, was losgeht. Jenny, wie wär's mit Grass Mode oder Arcane Mode auswählen? Oh. Jetzt kriegst du auf 1. Oh, schwer. Jetzt krieg ich eine. Lust? Ja? Hat man das gehört? Wie du einen fahren lassen hast? Nein. Jenny hat meine geklatscht. Mach nochmal. Nein. Steck nachher, damit genau. Ich will doch niemanden killen, ja.
Wir müssen untersuchen, ob deine Fürze einen killen können. Bestimmt. Deine vielleicht. So schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Dazu bin ich kein Kommentar. Doch, bist du. Ich sag nur, wenn du deine komischen Käse-Dinger in der Mikrowelle machst. Ja, ja, und? Wenn du deine komischen Käse-Dinger da machst. Da hast du keine Ahnung, Anthony. Ja klar, Mann. Du machst doch immer solche Käseteile in der Mikrowelle. Das hast du gerade gehört. Das wusste ich schon vorher. Genau. Habe ich keinen Bock. Optionen. Mal schauen, ob uns Liera helfen kann. Oh, wie süß, ich kann jetzt mal Hintergrundfarbe ändern. Ja. Schön, schön, Sie. Yes. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft. Er will mich umbringen. Bloß weil ihr zu 10 seid und ich alleine bin, heißt es noch lange nicht, dass ihr mich killen könnt. Ihr helft, euch liegt doch schon am Boden. Ohne dass ihr mir auch nur einen einzigen Schlag passen konntet. Nein. Jenny. Nein. Jenny. Nein. Was willst du? Nein. Sag doch. Unsere Wege sind kurz nach ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten. Bubble Element. Schieße die Blasen auf mindestens zwei gleichfarbige und spiele durch die Elemente irgendwo. Danke, Shepard. Das werde ich. Ah, ich bin Stufe aufgestiegen, Shepard. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wie läuft's bei Ihnen so? Die Daten, die Sie mir gegeben haben, waren sehr hilfreich. Jetzt habe ich ein Ziel. Den Shadow Broker. Nein, weil ich hier auf Ilium. Der mächtigste von Ihnen trägt den Namen Beobachter. Wenn ich den Beobachter aus dem Spiel nehme, bringt mich das dem Shadow Broker näher. Ich könnte mein Kaugummi hat keinen Geschmack mehr. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Die Daten haben mich zu Logs von Agenten des Shadow Brokers geführt. Sie wurden zwar gelöscht, aber vielleicht kann man Teile davon rekonstruieren. Der Shadow Broker ist vorsichtig. Seine Agenten sind nur unter Funktionen der Spezies bekannt. Meine Ermittlungen haben ergeben... So wie das Spiel eingeben, dann Bubble-Scheiße eingeben. Ein Turianer, ein Salarianer, ein Kroganer... Ich bin ja in meinem Menü und dann kommt der Quest. Nimm das, was du unter dem Orangen wüsste, ich wohl zuschlagen muss. Quest-Mode, okay. Ich rekonstruiere die Daten und teile Ihnen die Ergebnisse mit. Hey, ich hab's beide auf einmal umgehauen. Wenn Sie was finden, funken Sie mich auf unserer alten Frequenz an. Ich kann nicht riskieren, dabei persönlich in Erscheinung zu treten. Ich möchte trotzdem wissen, wo wir bei Miranda hin müssen. Tja, das würde ich auch gern wissen. Ach, halt der Groß. Wer ist Miranda?